Vier Wochen sind für mich seit der letzten Folge vergangen. Und ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und damit, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Inside. Ihr wisst schon, diesem 2D-Horror-Side-Scroller, so Little Nightmares-mäßig. Ihr wisst Bescheid. Und ja, wir haben das letzte Mal bei diesem Lüftungsschacht aufgehört, durch den wir jetzt auch endlich durch sind. Und ja, wir können hier durch. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Okay, der macht wieder Wasser hin und zurück. Runtertauchen kann ich auch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich nach links soll oder an die Kette. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal links, während ich kurz mein Mikrofon noch einstellen ein bisschen. Ah ja, hier geht's wahrscheinlich dann wieder zurück. Dann lass uns mal versuchen, Kette zu geben. Ihr wisst schon, wegen. Ja. Da kommen wir gar nicht hin. Schaffe ich es bis dahin zu schwimmen? Ja. Geh mal hier weiter, vielleicht kommen wir dann nach oben an die Kette. Oder nicht? Okay, wir kriegen einen Koffer. Der ist weird. Ich würde sagen, wir nehmen den erstmal mit nach vorne und gucken dann, was wir damit machen. Ich weiß es nicht. Im Übrigen, ja. Ich werde es nur kurz erwähnen. Es ist immer noch der 17.06. heute. Und das ist heute schon das vierte Video, das ich aufnehme. Das bestimmt, dass wir an die Kette kommen. Ich muss wissen, wo die Kette ist. Ah. Wobei, wir können das doch im Wasser bewegen. Okay, da drüben ist auf jeden Fall nicht machbar, wieder reinzugehen, während das fährt. Ich würde sagen, vielleicht noch einen Zentimeter nachlegen. So. Seit wann hält er sich eigentlich überall alleine fest? Jo. Dann geht's jetzt hier rechts weiter. Denke ich schon richtig. Da oben sind Züge und da ist auch gerade einer langgelaufen. Feuerwehrschlauch. Und 10.000 Guys. Und wieder Lampen. Sind das wieder so Lampen, wo wir Ärger kriegen, wenn wir sie berühren? Bestimmt. Viel zu offensichtlich. Ja. Oh Gott. Ja, wir sind safe, wir sind safe. Wir warten, wir haben die Zeit. Bisschen Entspannung. Oh, das war, glaube ich, ein Stück zu früh, aber es hat uns nicht gesehen. Hui. Some say it was knapp. But I don't. Das war so geplant. Okay, wir müssen da rein. Oh, nicht, dass sie uns jetzt auf dem Zug da sehen. Wobei, ihr könnt auf den Zug mal hinten achten, was da abgeht. Hallo? Ah. Ich kann das erst im Schnitt machen, weil ich mich hier gerade konzentrieren muss. Hoch das Ding. Oh ja. Oh, ich mag das. Ich finde dieses extrem knappe echt gut. Also mir gefällt das. So gut, man da noch hätte. Kann ich hier das Brett nehmen? Nee, da bin ich dreidimensional nicht zu veranlagt. Ich kann hier schwingen. Halt dich doch fest, Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich losgelassen habe. Das ist so wie in Minecraft, wisst ihr? Wenn ihr, ja, man kann hier hin. Dann vielleicht auch. In Minecraft macht man das ja auch häufig von der Leiter weggehen, runterfallen, wieder an die Leiter drangehen. Ich dachte, seinen Namen vergessen.
Hat er einen Namen gehabt? Oh, ich weiß es nicht. Oops. I think. Okay, das überlebt jetzt. Aber geht's hier links weiter? Wir haben ja diese komischen Kugeln da gefunden. Sehr seltsam. Nein, hier geht's nicht weiter. Der Name, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er kann das nicht. Oh. Jemand am Schweiß. Oder es sind einfach nur Leitungen, die sich gegenseitig treffen. Seht ihr das da hinten rechts? Wenn ihr auf voll 2K stellt, seht ihr es sogar sehr gut. There are some dogs. And we don't like dogs. Ich würde sagen... Oh, nee! Oh, da unten könnte Wasser was sein. Luft holen und runter. Das hier sieht sehr sass aus. Aber ist nicht. Ah, nee. Oh, warum springe ich ins Wasser? Ja. Wir sollen unter dem durchtauchen. Oh mein, das wird so knapp werden. Okay, weiter geht's. Weg hier. Oh, nee. Nee, warte, was muss ich da machen? Ich sehe es, ich sehe es. Okay, da muss ich erst... Okay, wir müssen sie hier rüberlocken. Komm, put, put, put. Put, put, put. Gratis Pizza. Long Jump. Rüber. Nimm doch das unterste Brett weg und kletter durch. Ich hasse die Hunde. Ich hasse sie. Oh mein Gott, bitte. Hör doch auf damit. Sprung direkt. Hinrennen und zurück. Wie viele müssen da noch? Okay, ich glaube noch eins oder zwei maximal. Eins. Komm, 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 komm. Soll ich es probieren? Ja. Aber das hat er von allein gemacht. Sehr schön. Ich gehe trotzdem mal weiter. Wir gehen schnell weiter. Jo. Okay, als nächstes gibt es hier eine Leiter. An der er sich nicht festhält. Alles okay bei dir? Aber jetzt. Ich drücke die ganze Zeit X im Übrigen. Also auf dem Controller. Drücke ich immer die Festhaltetaste. Das ist essentiell wichtig für Secret. Wir haben auch schon diesen komischen Raum da gefunden. Was soll ich hier machen? Da ist nochmal so ein Ball. In größer U-Boot-Form. Ich weiß nicht, soll ich jetzt da durchrennen? Ich bleib mal hier. Ey, du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin unsichtbar. Guck. Magie. Ja. Ich weiß nicht, soll ich in die Maschine oder soll ich tauchen? Okay, er geht von alleine in die Maschine. Was? Okay, wir haben einen Sprungknopf. Sollen wir weiter nach unten? Können wir damit die Tür aufmachen? Nee.
Oder war die offen? Wir können da wahrscheinlich so. Ja. Wie groß soll das Areal sein? Playdead? Ja. Klein. Was meint ihr, was ganz unten? Ja, hier ist dann meine Wall. Schön. Wie riesig dieses Areal ist. Das ist der Wahnsinn. Und diese angenehme Musik. Bladed, you did your job well. Hier ist schon wieder eine Wand. Ah, da oben geht's weiter. Jumpen wir mal hin. Ja. Ist das jetzt ein Secret oder geht's hier wirklich weiter? Ist auf jeden Fall cool, auch wie wir uns selber mitdrehen in diesem Ding drin. Ne? Wie ich immer nach links gucke, weil ich denke, dass wir so ein Ding verpassen könnten. Hier ist so eine gelbe Linie. Oder nicht? Die geht dreidimensional nach hinten. Ich kann nicht dreidimensional in den Raum. Müssen wir hier mehr durchbrechen? Ah, und irgendwas stürzt an die Wand ein. Zack! Ganz. Da muss aber viel weg. Hatten wir das damals im Stream schon? Nee, jetzt ist fertig. Oh. Ist fertig gewässert. Wie komme ich raus? Bin gerade raus mit X. Was ist das jetzt? Was soll ich machen? Also da links ist nichts, da ist wieder Wand. Da hoch kann ich nicht. Tür ist... obviously zu. Ich muss da durchtauchen. Kann ich da durchtauchen? Grandioses Spiel. Dann ist doch so entspannt. Das ist swimming, swimming. Kann ich eigentlich runtertauchen? Ja, da unten geht's gleich weiter, wenn wir da mit der Maschine hier sind. Wahrscheinlich gibt... Oh, da hab ich mich gehört. Wahrscheinlich gibt's hier irgendwie so einen Hebel oder so. Mit dem wir die Tür aufmachen können. Vermute ich. Da geht's wieder runter. Bäume. Sehr blutig. Das wusste ich. Oh, wir haben hier einen Checkpoint. Ihr könnt im Übrigen die einfach auf Laden gehen. Und dann könnt ihr komplett durchswitchen. Ich glaube, hier haben wir aufgehört. Ich weiß es nicht. Da haben wir im Stream aufgehört. Das heißt, hier waren wir schon mal. Okay. Eben weiter kann ich noch nicht. Ja. Das heißt, ich wäre eigentlich... Ich hätte eigentlich auf... Was soll ich tun? Jetzt kann ich da oben durch die Tür, die aufgegangen ist. Ja, macht Sinn.
Wir haben das ja schon beim Stream angefangen, Halloween-Stream, letztes Jahr. Lange her. 6 und dann 2, ja. 8 Monate ist das her. Da haben wir das schon mal angestreamt. Ach, hier ist jetzt der Checkpoint, den wir gesehen haben. Ja. Hier. This is the closest one. Macht das? Okay. Geht's hier rechts weiter? Ich weiß nicht, ob ich hier hin soll. Huh. Okay. Eben, wir haben das im Stream angefangen gehabt und dann irgendwann unterbrochen. Dann dachte ich mir, komm, machst du jetzt einfach mal ein Let's Play draus. Ja, dann kam Domtendo. Dachte ich, ja, verschiebst es noch, damit es nicht so blöd kommt. Das soll mal einer verstehen, warum die mir alle die Let's Play-Ideen klauen. Ja, ja. Ja, okay, perfekt. Ja, das war natürlich geplant. Ah, das für ein Viech. Oh, 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 oh. Da ist, ihr seht die gelbe Linie. Das machen wir jetzt noch in dem Video. Ich glaube, so ist besser, ja. Will hier gar nicht sein. Komm ich nach da oben? I see. Hä? Der kann er doch auch nicht hin. Oder kann er, ist er... Okay, das macht irgendwie Sinn. Don't ask why, aber das macht voll Sinn. Ja, und jetzt können wir mit ihm... Also warum auch immer unser Hansi zu... Blöd ist, nach da hinten zu laufen.
Ist ja auch egal, wir haben's. Und ich würde sagen, weiter geht's. Was auch immer dieses sehr freundliche Viech war. Ich will's gar nicht wissen. Aber wir werden dem Ding bestimmt noch begegnen, den wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao, Leute.